Okay, nächstes Video. Null IQ-Moments. IQ? IQ-Moments. Also null IQ einfach. Einfach lost. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie peinlich, Digga. Wie peinlich. Balotelli, guck mal jetzt, guck mal, das ist so geil. Er wurde doch direkt ausgewechselt dafür, ne, damals. Weiß ich noch ganz genau, Alter. Why always me? Mourinho wieder richtig abgefuckt, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Oh mein Gott, das ist wirklich hart. Das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Ach du Scheiße. Wo Bale noch 500 km/h schnell war. Ja, aber sowas, ja, kann passieren. Aber das von Torres fand ich noch krasser gerade. Sambeco, danke für die 200 Bits, mein Lieber. Stell dir vor, es sind dann auch so entscheidende Momente, wo es ums Weiterkommen geht oder Unentschieden oder Sieg. Stark gelupft. Alexandre Pato, damals noch getroffen. Ich habe den vor 5 Jahren getroffen in Los Angeles. Sehr korrekter, bodenständiger Typ. Nein. Sven, danke für deinen Sub, mein Lieber. Das war auch Wahnsinn von Werner, Digga. Geil, Alter. Leute, bumm. Mertes Acker fällt einfach um wie der Slenderman. Really, Bro? Steals the goal on the line. So ein Judo war das halt, that's offside, weil er den auf der Linie berührt hat. Wahnsinn. Zählt das schon als Ecke jetzt, weil der Ball gerollt ist oder nicht? Handball? Gibt er jetzt Hand dafür? Scheiße. What? Das schlechteste Debüt aller Zeiten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder, gibst dein Debüt, machst so einen Fehler. Einfach aus wie Mbappé auf Wish. 5 Minuten später? Oh mein Gott. Oh mein Gott, und wird wieder runtergenommen. Ach du Scheiße. Stell mal vor, du kommst rein in ein Spiel, hast dein Debüt, machst 2 Eigentore gefühlt und wirst wieder ausgewechselt. Alter, Bruder, wie peinlich. Nope. Boah. Hätte gut kommen können, der Rabona. War das Fegulli aus dem Gulli? Ich dachte, das ist der Fegulli. Der Fegulli, der Junge aus dem Gulli. Already has 1 yellow card. Ach, was ein Eigentor, Digga. War ein starkes Eigentor mit der Hacke, muss man sagen. War das Pires? Ne, ich dachte schon, Digga. Das ist Pires erstmal. Einfach Ronaldo dazwischen. Ronaldo will wieder Tor machen, Alter. Da sah Higuain noch wie ein Mensch aus, Digga. Mourinho lacht sich kaputt. Ach du Scheiße. Starker Kopfball. Anstatt erstmal zu gucken, wo sein eigener Keeper ist. Ach du Scheiße. Hä, wie kann er den nicht machen, Mann? Das sind doch Profifußballer. Und der macht den dann auch nicht mal. Oh mein Gott, der nimmt den Ball weg und macht den nicht mal. Jetzt du aber crazy Routine. Was eine Taktik, Digga. Hab ich gesehen, Sven. Sehr starke Leistung, Bro. Wahnsinn, Digga. Was machen die, Digga? Er wollte ihn querlegen. I don't know.
Muss auch Henri selber lachen. Boah, Bruder, wo ging der denn hin? Mit seinem Goldzahn, Alter. Lord Bentner, Alter. Wisst ihr noch früher Lord Bentner? Wo ich den in einem FIFA-Video discardet habe und gemeint habe, ey, Digga, naja, was Lord Bentner? Sam Beko hat angefangen geschenkt, Sub Until Me. Das ist krank, wie die ganze Zeit verflogen ist, wie viele Fußballer schon aufgehört haben, die von uns früher Idole waren und... Oh. Hm. Weep, dieses Geräusch, weep, weep. Stark, Robben. Aber zählt. Brilliant plan. Er dachte vielleicht, das sieht keiner. Boah, wisst ihr, diese Vuvuzela früher, diese ich hatte früher auch eine Vuvuzela, die ist einfach verschimmelt, Digga. James. Schade, James. Das war auch, glaube ich, der gegen Ronaldo dieses Freistoßtor gegen Portsmouth kassiert hat, wo dann bei Portsmouth war, ne? Was war das denn für ein Anlauf? Wie peinlich, Digga. Ja, guck mal, wenn du bei sowas dann verschießt, dann bist du, haten dich alle. Wenn er dann reingeht, dann feiern dich alle, weil die sagen, ey, was hat er für einen geilen Elfmeter geschossen. Ja, du hast halt, liegt viel auf dem Spiel, ne, sag ich mal. Ach du Scheiße. Na, Patricio kann davon ein Lied singen, Leute. Das war schon bitter bei Portugal, das Spiel, ne, vorhin, ne, was ich gesehen habe. Schon sehr bitter gewesen, ey. Einfach gegen Kopf. Gute Absprache, ja. Was macht der denn da? Der zieht einfach durch. Denkt sich auch so, ja komm, ich hab nichts zu verlieren. Einfach durchziehen. Ach, kennt ihr das noch? War das nicht Ivan Gabriel Heinze, wo der einfach gegen Kamera gelaufen ist und dann die Kamera umgehauen hat? Kameramann, bester Mann, kommt erstmal.